Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mafia 2 in der Definitive Edition. Joe wurde von Mr. Vinci entführt und ja, dem wurden ein paar Fragen gestellt. Wir haben uns auf die Suche gemacht und sind jetzt auch in Gefangenschaft, aber wir haben uns gerade befreit hier und der eine hier, den haben wir schon mal erledigt. Wir müssen dann natürlich mal gucken, dass wir uns jetzt hier irgendwie befreien und entkommen. So, vielleicht kommen wir ja sogar hier raus ohne Blutvergießen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Wir gucken erstmal. Okay, ich glaube, wir müssen hier über die Treppen. Vermutlich nach unten, gehe ich von aus. So, den können wir auch leise ausschalten. Das machen wir vielleicht mit den anderen beiden auch nochmal. Ausgeschaltet ist ausgeschaltet. Hoffentlich sieht er uns jetzt nicht. Okay, das lief doch schon mal ganz gut. Ja, Joe ist ein bisschen angeschlagen, den haben sie ordentlich zugesetzt. Bei uns kamen sie noch nicht dazu. Was machen wir mit dem Wichser? Wenn der Boss weiß, was er von ihm erfahren wollte. Was? In Beton. Gute Idee. Wäre mir nie eingefallen. Wir müssen mal warten, bis sie weggehen. Ja, wir haben nur die eine Waffe. Das ist natürlich auch nicht die beste. So, die bleiben irgendwie da. Und verschwinden nicht. Vielleicht können wir auch nach oben gehen. Gucken, was da noch so los ist. Okay, weiter nach oben geht's nicht. Mal schauen, ob wir von hier aus irgendwie wegkommen. Ja, sieht eher nicht so danach aus. Okay, also hier oben ist schon mal nichts. Ich glaube, dann bleibt uns eigentlich nur der Kampf. Es sei denn, wir können uns hier vielleicht irgendwie so eine Art Fahrstuhl holen. Aber ich sehe ja auch keinen Knopf oder sowas. Ja, ich glaube, dann müssen wir nach unten. Gibt wohl keine andere Möglichkeit. Wir könnten auf der Höhe nochmal in der Etage hier gucken. Da hinten ist ein Fahrstuhl. Vielleicht versuchen wir das mal mit dem runterzukommen. Bevor wir jetzt hier die Treppen nehmen. Ne, den können wir leider nicht benutzen. Schade. Ich hätte gedacht, dass es hier vielleicht eine Möglichkeit gibt, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen.
Aber dem ist wohl nicht so. Wir gucken jetzt hier vorne nochmal. Nee, das sieht auch nicht so danach aus. Okay, dann müssen wir runter. Nützt nichts. Scheiß drauf. Ich bin das Arschloch, hat ihn umgebracht. Nimm das, du Arschloch. Irgendwie ist da hinten auf einmal noch wieder einer. Wo kommst du denn her? Ja, komm noch mal raus. Wunderbar. Komm schon. So, keine andere Waffe, da ist eine. Mit der schieße ich viel lieber. Du zuerst, ich gebe dir Deckung. Ja, ja, wir gehen ja immer vor. Wo zum Teufel bist du? Boah, der hat uns gut getroffen. Ah, okay, das war die Magnum, deswegen. Die macht guten Schaden, aber verzieht auch ordentlich. Wie gefällt dir das? Na los! Eine Schrotflinte. So, hier brennt's. Ich weiß nicht, ob wir hier weiterkommen. Vermutlich müssen wir hier lang. Komm her! Hier sollte es rausgehen. Keine so gute Idee hier gerade. Boah, fast tot. Okay, dass er uns da noch getroffen hat. Schade, schade. Okay, von wo geht's los? Guck mal, was wir für eine Waffe jetzt haben. Die wieder. Wo zum Teufel bist du? Ja, Magnum nehmen wir trotzdem nochmal mit. Was man hat, das hat man. Wie gefällt dir das? Na los! Ja, ich würde sagen, wir machen mit der Pistole weiter. Hat er sonst keinen Zweck hier. So, hinter der Kiste war noch jemand. Mal raus. Mal raus. So, der ist auch weg.
So, das ist der letzte hier auf der Ebene. Das hätte ich nur nicht erwartet, dass er da so doof reagiert. Ja gut, probieren wir das nochmal, Leute. Nützt ja nichts. Aber das lief doch schon mal ganz gut ein. Wie gefällt dir das? Na los! Da hat man gar keine Chance. Also man kommt um die Ecke und der hat schon geschossen. So, wir schießen trotzdem wieder mit der Pistole. Das lief eigentlich ganz gut. Bisschen chaotisch hier gerade. Ich möchte ihn ganz gerne noch haben. Super. Der müsste dann gleich nachziehen. Super. Das haben wir gelernt aus dem letzten Mal. Und krass, der steht auf und hat direkt wieder einen Schuss gelandet. So, wir müssen hier nochmal ein bisschen gucken. Die Grease Gun. Ja, perfekt. Damit werden wir weitermachen. Haben wir hier noch irgendwo, Moment, haben wir hier noch irgendwo Munition? Okay. Alles klar, wir müssen weiter nach unten, denke ich. Hier gibt es noch ein paar Granaten. Und hier geht es dann weiter runter. So, weiter runter geht es auch nicht. Ich glaube, jetzt sind wir im Erdgeschoss. Ach du Schreck. Und hier haben wir eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. Da sehen wir die Gegner ganz gut. Und sind nicht gleich so dem Feuergefecht ausgesetzt. So, siehst du noch jemanden? Also da hinten in der Ecke müsste noch einer sein. Hm, keine Ahnung. Treffen wir nicht. Kommen wir rüber auf die andere Seite. Leider nicht. Da ist aber einer. Der hat uns auch direkt getroffen. Wahnsinn. So, das waren die drei. Einer ist noch übrig. Mal gucken. Der darf uns jetzt nicht gefährlich werden hier. Ah, der kommt von oben. Alles klar. Verlasse das Gebäude mit Joe. Das mit der Munition hat ja gerade ausgereicht hier. Die MP40 nehmen wir auch nochmal mit. Leg deinen Arsch hier rüber, Vito. Okay, nichts wie weg hier. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch verfolgt werden. Okay, ich bring dich zu El Greco. Okay, ich bring dich zu El Greco. Ich glaube, ich brauche einen Arzt, Vito. Die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Ja, kein Problem, das machen wir natürlich. Wir brauchen erstmal ein Auto, einen fahrbaren Untersatz. Hier bei der Polizei ist natürlich nicht so optimal gerade. Ja, gib uns mal das Auto. Los, Lady, raus aus dem Auto.
Dankeschön. Ja, was ein Kampf, ey. Nur die Ruhe. Da waren ja richtig viele Gegner. Zusammen. Nur die Ruhe. Der Greco flickt dich wieder zusammen. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Ey, wir stecken da gemeinsam. Mich riskiert hast. Hör mal, Vito. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose vollblutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich. Ey, wir stecken da gemeinsam drin. Wie immer. Genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose vollblutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich an. Ja, Leute. Frag mich nicht, warum hier die Sprachausgabe doppelt erscheint. Also, mir ist aufgefallen, einige Bugs sind hier in Mafia 2 drin. In der Definitive Edition, die es vorher nicht gab. Also, solche Bugs kannte ich jetzt nicht. Aus der Originalfassung. Und schade, dass es immer noch nicht ganz bugfrei zu sein scheint. Also, ja. Patches werden ja immer mal geliefert, aber die haben das scheinbar noch nicht behoben. Zerstört natürlich so ein bisschen die Immersion, die man hier beim Spielen hat. Aber gut. Ich kann mit sowas leben. Ich hoffe, ihr auch. Wir werden Joe jetzt erstmal zu El Greco, den Doktor, bringen für solche Notfälle. Ins Krankenhaus können wir natürlich nicht. Da werden dann Fragen gestellt, gerade wenn man so Schussverletzungen und sowas hat. Deswegen haben wir da so einen Kontakt. Ja, der kümmert sich um solche Sachen. Und der ist auch gleich hier um die Ecke. Da sind wir schon. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse vollgekriegt. Und spucke. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaub nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Oha. Warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja, aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito, danke. Gern geschehen. Gute Besserung. Ja, das ging noch mal gut. Also Joe haben wir befreit und wir sollten jetzt die Köpfe ein bisschen unten halten. Da haben wir das Geld von Joe bekommen. Jetzt haben wir $82.648. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie auf der Tasche. Ja, versuchen wir mal die Schulden abzubezahlen bei Bruno. Und vielleicht geht ja zumindest das jetzt ganz sauber über die Bühne. Ja, ist ja gut. Ja, das ist die Strecke zum Hafen wieder. Da vorne ist Polizei. Müssen wir ein bisschen langsamer werden, nützt nichts. Bei Schnellstraße, ich weiß gar nicht, wie schnell man hier fahren darf.
Ja, bei 80 sagen sie nichts. Okay, hier müssen wir ab. Ja, drück die Daumen, dass das jetzt hier sauber über die Bühne geht. Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher. Ja, so kommt eins zum anderen. Die ganzen Puzzlestücke aus der Vergangenheit unseres Vaters kann man jetzt nach und nach so ein bisschen zusammensetzen und verstehen, was da vor sich gegangen ist. Kapitel 15. Per aspera ad astra. Oyster Bay, 26. September 1951. Ich konnte nicht schlafen. Es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcone, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. So sieht's aus. Ja, das Telefon klingelt wieder. Mal sehen, wer uns da anruft. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, liebe Leute. Es regnet draußen in Strömen. Kein schönes Wetter. Ja, lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.